Wie schön, dass Sie dabei sind an diesem historischen Freitag. Olaf Scholz, der wichtigste Leader der freien Welt, besucht genau heute den zweitwichtigsten, also Joe Biden in Washington. Und das in der Zeitenwenden-Jubiläumswoche. Vor genau einem Jahr, das wissen Sie, wurde die Zeitenwende ausgerufen. Ja, eine echte Zäsur. Inzwischen hat sich allerdings herausgestellt, einfach nur ganz oft Zeitenwende sagen, reicht wohl gar nicht. Komisch. Bei der Digitalisierung und beim Klimaschutz hat es doch genauso geklappt. Wieder hat es auch nicht geklappt. Ach so, kein Wunder, dass Scholz gestern im Bundestag einen Lacher geerntet hat, der wohl gar nicht vorgesehen war. Auch Deutschland ist im Lichte der Zeitenwende widerstandsfähiger geworden. Am deutlichsten wird das, wenn man auf die Bundeswehr blickt. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Ja, du weißt, irgendwas läuft furchtbar schief, wenn bei einer Rede von Olaf Scholz gelacht wird. Der Chef vom Bundeswehrverband sagt, bei ihnen habe sich im letzten Jahr, Zitat, nichts spürbar verbessert. Alter, nichts, das ist hart. Ja, man sei weder voll einsatzfähig noch abwehrbereit. Ich meine, aber wir haben denen doch 100 Milliarden Sondervermögen spendiert. Aber da gibt es ja jetzt die 100 Milliarden Sondervermögen. Wie viel ist davon denn schon bei der Truppe angekommen? Ziemlich genau gar nichts. Ja, dazu fällt einem ziemlich genau gar nichts mehr ein, Freunde. 2022 sind 0 Euro abgeflossen. Im laufenden Jahr etwas mehr als ein 0,5% vom Sondervermögen. Was wohl auch mit komplizierten Bestellvorgängen zu tun hat. Das habe ich gelesen in der neuen Zeitenwende. Ja. Habe ich abonniert. Ne? Ein ganzes Jahr verschenkt. Verschenkt. Dabei haben Experten von Anfang an gewarnt. Erst die Beschaffung reformieren, dann frisches Geld. Nicht umgekehrt. Ja, und zügiger produzieren wäre vielleicht auch eine Idee. Aktuell sind wir mehr oder weniger im Manufakturbetrieb. 3 Kampfpanzer Leopard pro Monat. Wenn wir das europäisch abstimmen, gehe ich davon aus, dass wir 300, 400 in den nächsten 200 bis 400 Jahren brauchen. Ja, in 400 Jahren, das ist zu schaffen. Ich sag mal, dann ist Putin wahrscheinlich immer noch Präsident. Ein Sondervermögen gammelt hier ungenutzt vor sich hin. Da hätte man das Geld auch sinnvoller nutzen können. Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich 100 Milliarden Euro in 1-Cent-Münzen wechsle, ergibt das 10 Billionen Münzen. Dann haben unsere Soldaten zwar immer noch keine Munition, aber sie können die Centstücke super mit einer Zwille flitschen. Oder wir wechseln das Geld in 100-Euro-Scheine und nähen den Soldaten daraus neue Tarnkleidung. Alles besser als die Kohle einfach liegen lassen. Ja, alles besser. Na gut, jetzt ist die Bundeswehr natürlich nur eine Seite der Zeitwende-Medaille. Da sind ja schließlich auch noch unsere brettharten Russland-Sanktionen. Tja, die EU hat gerade erst das 10. Sanktionspaket beschlossen. Nimm das, Putin. Jetzt ist Russlands Wirtschaft nach IWF-Schätzungen in diesem Jahr mit 0,3% am Wachsen und damit stärker als die deutsche Konjunktur. What? Ja, weil wir den Handel mit Drittstaaten nicht unterbinden können und weil unsere Sanktionen immer noch zu soft sind. Sie sind zu soft, meine Damen und Herren. Auch beim 10. Paket konnte sich die EU wieder nicht darauf einigen, keine russischen AKW-Brennstäbe mehr zu kaufen. Kaufen wir immer noch. Europa importiert weiter Flüssiggas aus Russland. Warum? Selbst der Diamantenhandel wird immer noch nicht sanktioniert, weil sich da Belgien querstellt. Mit Belgien! Ja, allein die Stadt Antwerpen spült Putin so pro Jahr über 1 Milliarde in die Kriegskasse. Nur Antwerpen. Dafür gibt es jetzt, und das ist leider kein Witz, ein Exportverbot für europäische Toiletten und Bidets. Ja. Geradezu filmreif. Von den Machern des Kinohits Sanktionspaket 1, Sanktionspaket 2 und Sanktionspaket 3 bis 9 kommt jetzt etwas völlig Neues. Sanktionspaket 10. Der erste Actionkracher komplett ohne Action. Endlose Sitzungen, in denen EU-Staatschefs zum 10. Mal sagen, man müsste echt mal russische Brennstäbe sanktionieren, um dann auf eine viel härtere Strafe zu kommen. Ein Exportverbot von Scheißhäusern. Cinema meint,
Diese Sanktionen kannst du durchs Klo spülen. Und Moskaus wichtigster Filmkritiker sagt, ich habe sehr gelacht. Sehen Sie Jürgen Drews als Ursula von der Leyen, Veronika Ferres als sanktioniertes Dixie-Klo und wie immer Armin Laschet als Boris Pistorius. Sanktionspaket 10. Jetzt wird zurückgeschissen. Ja. Sanktionspaket 10. Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, der Putin guckt gerade viel deutsches Fernsehen. Letzten Samstag zum Beispiel, Phoenix Live von der großen Friedensdemo in Berlin. Tausende Menschen am Brandenburger Tor singen zusammen mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht Imagine. Ja, Imagine von John Lennon. Die legendäre Ukraine gib endlich auf Hymne. Friedenshymne. Friedenshymne, mein Fehler. Entschuldigung, mein Fehler. Im Publikum, ne, vor der Bühne bei dieser Demo sah man viele russische und fast keine ukrainische Fahne. Was sehr lustig ist, weil in Moskau hätten sie so eine Demo natürlich direkt aufgelöst, inklusive Massenverhaftungen. Und das unterstreicht wunderbar, welche Werte die Ukraine verteidigt. Ansonsten ist uns aufgefallen, wurde Frau Wagenknecht von den Fans frenetisch gefeiert in Berlin. Die Frau Schwarzer eher nicht so. Eher nicht so. Aber gut, das ist natürlich auch, ja, das ist jetzt ein unfairer Vergleich. Ich meine, die eine ist gelernte Demagogin und die andere eine 80-jährige Feministin mit Technikproblemen. Nach dem Ziel dieses Krieges. Bisher ist es schade. Darum heißt er Abnutzungskrieg. Stimmt was mit dem Metro nicht? Noch näher. Ja, stehen wir jetzt. Ah, danke, Sarah. Ah, ja, ja, ja. Zufall, ist Zufall. Aber Mikro richtig rumhalten ist übrigens auch das Thema in der neuen Ausgabe der Emma. Ne? Ach, die heißt gar nicht mehr so? Ah, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Über 700.000 Menschen haben ihr Manifest unterschrieben. Obwohl darin der Satz fehlt, Putin muss sich aus der Ukraine zurückziehen. Dafür steht aber drin, Zitat, es ist Zeit, uns zuzuhören. Also nicht den Ukrainern, die um ihr Überleben kämpfen, sondern uns, den besorgten Deutschen. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber etwas mehr Empathie mit den Überfallenen wäre schon schön, oder? Ich fände es gut. Ne? Sarah Wagenknecht fordert Waffenlieferungen stoppen und sofort mit Putin reden. Endlich verhandeln, ergebnisoffen. Also, solange klar ist, dass Russland in jedem Fall mehrere fette Scheiben Ukraine behalten darf, ist ja logisch. Also ich verstehe von ukrainischer Warte aus, dass man natürlich sich sehnlich wünscht, dass die Russen einfach abziehen und dann wäre der Krieg zu Ende. Ja. Aus dem Territorium ja der Ukraine. Es ist einfach nicht realistisch. Warum? Es wird nicht so sein. Ja, alles Land zurückkriegen ist unrealistisch. Ist total unrealistisch. Nach der Logik steht uns rückwirkend noch halb Frankreich zu. Aber das nur am Rande. Wir wollen es ja gar nicht. Was soll man mit Frankreich? 60% der Deutschen oder rund 60% der Deutschen haben in einer Umfrage gesagt, sie wären für mehr diplomatische Bemühungen. Ja klar, ich meine, wer ist denn gegen Verhandlungen? Ich behaupte, wir sind gar nicht gespalten in Kriegstreiber und Friedensschwurbler. Okay, was stimmt? Man versucht uns zu spalten. Die russische Propaganda versucht ständig, die europäische Gesellschaft zu spalten. Die Lieblingspolitikerin, auf die sich das Regime in Europa verlassen kann, ist dabei tatsächlich Sarah Wagenknecht. Ja, Wagenknecht, beliebteste Deutsche in Putins Russland. Die nächste Demütigung für Gerd Schröder. Wirklich gespalten sind gerade die Linken. Teile der Partei werfen nämlich Sarah Wagenknecht vor, sich nicht genug nach rechts abzugrenzen. Und wir schalten mal live nach Berlin vor das Karl-Liebknecht-Haus zu Mandy Hausten von der Linkspartei. Mandy, verschärft Wagenknecht die Krise der Linken? Oh, Krise? Oliver, mein Gutster, gestatten Sie ein kurzes Hohnlachen? Linke Politik wird gebraucht, und zwar mehr denn je. Wir haben eine Regierung, die Geld für Panzer hat, aber nicht für Kindergrundsicherung. Ich selbst bin alleinerziehende Mutter des kleinen Mike mit AI. Und der Vater zahlt nicht. Rico, wenn du das hörst, dir sollte man den Piepern mit der rostigen Kneife. Ja, danke. Mein Name ist Wendy Hausten. Wie war die Frage? Okay, ich formuliere die Frage anders.
wenn sich die Linke spaltet, auf welcher Seite stehen Sie dann? Machen wir uns doch nichts vor, Oliver, ne? Die Sarah ist doch das einzige bekannte Gesicht, das wir noch haben. Unsere Vorsitzenden heißen, musst ich googeln, Janine Wissler und Martin Schirdewan. Wer zum Honecker ist Martin Schirdewan? Kennt keiner. Die Mutter von Martin Schirdewan weiß nicht, wer Martin Schirdewan ist. Ich sage, wenn Sarah Wagenknecht geht, können wir die olle Miefbude hier dicht machen. Punkt! Aha, und dann machen Sie mit in der neuen Wagenknecht-Partei. Quatsch! Nein, Parteien sind total out. Heute hat man eine sogenannte Bewegung. Bewegung, Oliver, schon mal gehört? Hm? Würde Ihnen auch mal ganz gut tun, ne? Da habe ich einen kleinen Joke gemacht, weil er so dick ist, der Oliver. Wo war ich? Wo war ich? Ach ja, das wird super mit der Sarah an der Spitze. Die weiß, was das Volk will. Zum Beispiel, dass man sich an den Händen fasst und so beseelt mitschunkelt zu Imagine. Und guck mal, wie süß der Oscar sich hier freut, weil die Sarah ihm erlaubt hat, mal länger aufzubleiben. Aber nur ausnahmsweise. Ja, das waren schlimme Bilder. Und was ist das Programm eurer Bewegung? Ach, pappalapapp. Wer braucht schon Programme, wenn er eine Sarah hat? Die hat doch sowas wie Inhalte längst überwunden. Und Oliver, Sie haben doch bloß Angst vor starken Frauen. Na, da nässt er sich ein, der kleine Systemling. Wagenknecht ist eine Ich-AG. 2018 mit Hashtag aufstehen, was aber Hashtag keine Sau interessiert hat. Dann agitiert sie gegen angebliche Sprechverbote, Arbeitsmigration und jetzt eben gegen Waffen für die Ukraine. Hauptsache Talkshow-Einladung. Also das ist eine Unverschämtheit. Als ging es der Sarah um Personenkult. Unsere Bewegung hat eine ganz klare inhaltliche Agenda. Wir nennen uns die sozialistische Alternative russophiler Amerika. Hassa. Kurz, Sarah. So, wo ist das denn mit dem Personenkult, hä? Wo, wo, wo? Ja, ihr macht den Konkurrenzladen direkt nebenan auf? Ja, na und? Hier waren die Mieten günstig. Neben der Linkspartei will nämlich gerade keiner mehr wohnen. Ja, aktuelle Forsa-Umfrage. 19% der Deutschen könnten sich vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. 19%, Oliver! Das sind umgerechnet 4 FDPs! Strike! Ja, und deswegen legen wir direkt los mit coolen Messages für die TikTok-Kids von heute. Hier! Betonfrisur und selbstgerecht, das ist unsere Wagenknecht! So feiern wir den späten Sieg des Sozialismus! Immer bereit! Freundschaft! Von mir aus, Mandy Hausten, vielen Dank! Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!